Und damit herzlich willkommen zum nächsten Teil der Super Nintendo Shit Show. Ich höre eine Melodie, die mir recht bekannt vorkommt, und das heißt, ich darf die Augen aufmachen. Und yay! Ah ja, ich bin mir relativ sicher, ich weiß, was das ist. Das hier ist der Rasenmähermann für Super Nintendo. Okay, ich kann springen. Das ist eine ganz besondere Shit Show, und zwar gab es damals den Film Der Rasenmähermann. Und dieser Film bekam dann auch noch ein Super Nintendo-Spiel dazu. Und das ist richtig kurios. So, ich bin diese paar Pixel hier. Ich kann bestimmt auch irgendwo schießen. Genau, ich glaube, ja, jetzt kann ich sogar rennen und schießen. Und jemand hat mich abonniert, was ich gerade sehe, weil ich mein OBS immer noch falsch eingestellt habe. Ich habe gerade, glaube ich, einen Schimpansen abgeschossen. So, und jetzt schieße ich einfach hier aufs Militär und die zerplatzen alle. So, das hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Ich finde den Film finde ich ganz okay. Das ist einer der wenigen. Okay, bin ich schon tot? Das ist einer der wenigen Filme, die ich überhaupt gesehen habe. Ich gucke ja gar nicht so auf Filme. Kann ich die Autos kaputt machen? Nee, oder? Das ist einer der wenigen Filme, die ich überhaupt gesehen. Kann ich irgendwie. Ich kann nicht nach oben schießen! Ich kann aber auf das Auto drauf, oder? So, ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Waffe sein soll. Eigentlich ist das ein relativ realistischer Film gewesen. Und das Auto bounced die ganze Zeit, wenn ich hier drauf springe. Eigentlich war das so ein lala realistischer Film. Und die Soldaten sehen auch so lala realistisch aus. Aber was habe ich hier für eine blaue Kanone? Data! Data in Mülleimern. Okay, was mache ich dann? Schieße ich da einfach drauf? Ja. Alter, diese Animation unten. Hier, das ist so ein Fenster, wo so Animationen laufen. Ich habe mich ja daran erinnert, dass das hier eine relativ. Das haben die überhaupt. Okay, die Soldaten scheinen hier irgendwie relativ normale Waffen zu haben. Und ich werde einfach wieder hingebeamt. So, die zerplatzen einfach. Etwas. Ah, ich möchte da hoch. So, treffe ich die Soldaten damit irgendwie über. Ah. Du bist nicht Flashback, du bist ein Spiel, was sich ein bisschen einfacher steuern lässt, normalerweise. Oder hat das irgendwas mit der Tür zu tun hier? Oh ne, wir müssen hier wirklich hoch. Hier ist einer, kann ich nach oben ballern? Wenn ich erst nach oben gucke? Ne, ich kann überhaupt nicht nach oben schießen. Aber dafür kann ich im Vergleich zu Timesplitters, das kann ich schießen und rennen gleichzeitig. Okay, hier kann ich. Was kann ich damit machen? Da gab es ein Geräusch. Access denied. Ich möchte da rein. Das ist Unverschämtheit. Access denied. Was habe ich denn noch? Ich kann springen nochmal. Ich kann springen. Oh, ich kann mir auch meinen Schuss aufladen. Dann muss ich hier hin und kann dann auf irgendwas ganz anderes springen. Ich hoffe, es gibt keinen Fallschaden. Gibt es doch. Continue. Ah, ich muss Start drücken. Okay, jetzt bin ich hier wieder gespawnt und die Soldaten, die spawnen die ganze Zeit nach. Warum verfolgen mich Soldaten? Das ist doch. Das war doch im Film überhaupt nicht der Fall. Im Film sind das doch Pierce Brosnan und so eine andere Frau. Und die sind doch eigentlich auf der Seite vom US. Kam das US-Militär im Spiel überhaupt im Film überhaupt vor? Ich glaube nämlich gar nicht. Ach so, genau, um den zu treffen. Was ist das? Okay, jetzt glänze ich irgendwie. Okay, der spawnt sofort neu. Access granted. Habe ich jetzt irgendwas anderes gemacht? Player 1, entering industrial zone. Genau, jetzt verwandelt sich das, glaube ich, in so einen billigen Ego. Oh, ach du Kacke. Genau. Jetzt meint der Super Nintendo, er wäre Doom und ich. Puh. Jetzt meint der Super Nintendo auf einmal, er wäre ein Rechner und könnte solche 3D-Sachen machen. Okay. Jetzt heißt es nur rechts und links. Das ist ein reines Ausweichspiel. Später gibt es, meine ich, auch Level, die sehen auch so aus. Da muss man dann schießen. Man darf hier nirgendwo gegenkommen. Zum Glück ist das jetzt einer der Level. Ihr könnt euch eigentlich gar nicht vorstellen, wie beschissen die Steuerung ist davon. Die wubbelt nämlich so total nach und man muss sich schon. Ja. Das ist schaffbar. Ich habe das als Kind hinbekommen. Nach dem 100. Versuch. Na komm. Ab rein da. Wir haben erst 5 Minuten Video. Ich muss den Zuschauern was bieten. So, vorsichtig. Vorsichtig. Da muss man.
Ja, das Ding reagiert auf jedes einzelne kleine Drücken reagiert das Ding total über. Und glaub dem Zielkreuz nicht, das ist kein Ego-Shooter. Ich muss ja einfach nur nach rechts und links. Exit. Oh, Junge. So, das ist die 3D-Kapazität des Super Nintendo. Okay. Kann ich... Achso, okay. Multiplayer ab. War ja schon wieder Schimpansen. Wo war schießen? Hier. Genau. Genau, die Schimpansen, die kamen ganz kurz vor. Die Kampfschimpansen. Genau, das ist der... Das ist Affe mit AK-47 ist das. Der rächt sich gerade dafür, dass ich gesagt habe, dass das Video nicht echt ist. Fuck. Ich glaube, er ist sauer. Oh, jetzt wird der Bildschirm klein. The Highscore. Oh, ich bin tot. Peter, Anna und Jobbe. So, und wer bin ich davon? Gar niemand. Ich war einfach zu schlecht. So, dann würde ich allerdings auch schon sagen, The Lawnmower Man. Oder? Ach stimmt, man konnte sich ja aussuchen, wen man spielt. Okay, die Nase hat mir wahrscheinlich die gute Frau hier vorausgewählt. Dann nehmen wir mal Pierce Brosnan. Vielleicht ist... Kann Pierce Brosnan irgendwas anderes? Nee, Pierce Brosnan sieht halt nur anders aus. Vorsicht, Affe. Ah, und ich sehe immer so Gegneranzeigen. Ich bin schon tot. Ich glaube, man muss sich ducken, wenn man gegen die Soldaten kämpft. Denn jeder weiß, US-Soldaten, wenn man sich duckt, dann treffen die einen einfach nicht mehr. Das haben auch die Russen im Kalten Krieg irgendwann rausgefunden. Fuck, der trifft mich ja trotzdem. So, dann würde ich allerdings sagen, dann diese Pixel hier, die Pierce Brosnan sein wollen. Was haben die denn eigentlich? Dann lass mal gucken, was die Gegner überhaupt... Was haben die denn für Waffen? So, jetzt sind die schon wieder weg. Die haben sie den Rückzug angetreten. Oh, und der Baum im Vordergrund. Yay. Grafisches Highlight. Das sieht irgendwie aus wie eine Uzi und er hat was aussieht wie ein STG-44, ganz ehrlich. So, damit würde ich dann aber sagen, 7 Minuten sind für die Shitshow eigentlich schon viel zu viel. Dann vielen Dank fürs Zusehen, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier eins von meinen Videos gucken und ein anderes Video gucken. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ich finde das witzig, wie das Auto hier so bounced.